Willkommen auf meinem Kanal Kochen, Backen und mehr. Und heute wollen wir noch einmal einen Brokkoli-Auflauf machen, und zwar mit Kartoffeln. Und dann geht es auch schon los. Dazu hatte ich zwar schon mal ein Video gemacht, aber doppelt hält besser. Das andere Video ist zum Beispiel auch in Spanisch verfügbar und mit solchen Untertiteln. Mi otro video es en español también. Y click LE para mira. Und dann geht es auch schon los hier mit unseren Zutaten. Und zwar haben wir den Brokkoli, Kartoffeln und noch ein paar Gewürze. Die da wären Salz, Pfeffer und Paprikapulver. Außerdem brauchen wir noch Olivenöl für unsere Form und die Sauce Hollandaise, wie ihr seht. Und da haben wir auch schon unsere Form. Diese nehmen wir. Das Olivenöl und schütten es hier rein. Der Ofen wird in dieser Zeit vorgeheizt. Da können wir dann die Form in den Ofen geben. So, auf 200 Grad und weiter geht's. Während die Form so schön vorheizt, nehmen wir unsere Kartoffeln, waschen die und dann schneiden wir sie gleich einmal zurecht. Und zwar schneiden wir die Kartoffeln in Spalten, relativ klein, so dass sie dann gut durchbraten im Ofen. Wenn wir das fertig haben, nehmen wir unsere Gewürze und würzen die Kartoffeln. Doch bevor wir das machen, müssen wir einmal hier noch testen, ob die Kartoffel auch wirklich gut sind. So, das mache ich bei jedem Kochvorgang. Und eigentlich schmeckt dann auch die Kartoffel immer sehr gut. Hier nehmen wir unser Salz, recht kräftig salzen, weil der Brokkoli selber wird dann nicht mehr gesalzen. Hier unser Paprikapulver, auch recht kräftig. Und zu guter Letzt, nicht zu vergessen, den Pfeffer. So, das Ganze wird jetzt schön durchgeschüttelt. Wer nicht so das Schütteltalent hat, der nimmt einen Deckel, macht den drauf und schüttelt es dann. Jedoch gibt es dann mehr Abwasch. Jetzt ist einige Zeit vergangen. Je nachdem, wie lange euer Ofen braucht, bis zu 200 Grad. Und dann können wir die Kartoffeln hier reinmachen, in unsere Form. Die verteilen wir schön, am besten hier mit so einem Pfannenwender. Dann verbrennen wir uns auch nicht die Hände, falls wir da irgendwo drankommen, wo wir nicht drankommen wollen. Das Ganze kommt jetzt wieder in den Ofen und bleibt da jetzt für mindestens 20 Minuten. Das heißt, es bleibt länger als 20 Minuten da drin. Nur nach 20 Minuten nehmen wir es einmal raus, um es ein bisschen zu wenden. Oder auch nach 10 Minuten, sodass es nicht anbackt an der Form. Währenddessen ich das hier erzähle, seht ihr, habe ich mich schon dem Brokkoli gewidmet und schneide ihn in recht kleine Röschen. Dazu entferne ich den Strunk und all die kleinen Strünkchen. Und dann kommt das hier auch in unsere Schüssel rein. So, da sind wir auch schon fertig damit. Hier, wie angesprochen, nehme ich das einmal raus und wende es einmal. Durch das Olivenöl backt es meistens sowieso nicht so leicht an, aber ein bisschen hin und her schadet da auch nicht. Und jetzt kommt es für die restliche Zeit wieder in den Ofen. Es bleibt jetzt so lange da drin, bis es ein wenig braun wird. Bei mir dauert das ungefähr so 40, vielleicht auch 50 Minuten. Da müsst ihr ab und zu mal nachschauen und dann könnt ihr selber beurteilen, wie dunkel eure Kartoffeln schon sind und wie knusprig sie ja auch mögen. Dann nehmen wir hier unseren Brokkoli und geben den ebenfalls hier drauf. So, schön festdrücken, schön gleichmäßig, nichts vergessen in der Schüssel. Dann kann es wieder rein. Das bleibt jetzt so ungefähr für 10-15 Minuten da drin. Und dann schneiden wir auch schon unsere Sauce Hollandaise auf. Und jetzt sind diese 15 Minuten ungefähr um oder 10. Und dann geben wir als letzten Schritt noch die Sauce Hollandaise. So, nichts vergessen, den Löffel nehmen. Einmal den Löffel ablecken. Dann kommt es wieder zurück in den Ofen.
So, lasst ihr es so 5 Minuten drin, dann stellt ihr es auf 0, dann vielleicht noch 5 Minuten. Und nach höchstens 10 Minuten kann man es dann wieder rausnehmen und verteilen. Ihr seht also, nach spätestens einer Stunde ist der ganze Spaß fertig. Hättet ihr was bestellt, hättet ihr bestimmt genauso lange gewartet. Und die Vorbereitungszeit ist bei diesem Gericht wirklich extrem einfach und nicht sehr lange. Also beim Bestellen, wenn es schlecht kommt, wartet ihr genauso lange oder vielleicht 20 Minuten weniger, aber mit wesentlich schlechterem Geschmack. Also ruhig einmal ausprobieren, falls ihr es noch nicht habt. Und dann präsentiere ich euch das Essen und probiere es. Übrigens nicht vergessen, mich zu abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Sehr freue ich mich auch über einen Kommentar. Ihr könnt mir ein paar Tipps geben, wie ihr es gemacht hättet. Und einen Daumen nach oben. Also vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Hier seht ihr noch ein paar andere Videos, die ihr anklicken könnt. Und dann noch einen schönen Tag und bis bald.